Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ja, hallo, wir sind zurück hier auf der Hopfach und wir begeben uns mit unserem LKW mit Plattformanhänger erstmal rüber zum Sägewerk, um da mal zu gucken, ob wir da die eine oder andere Holzpalette wegfahren können. Des Weiteren ist nach wie vor unser Fendt unterwegs und sät unsere Wiese weiter an. Und ich habe den kleinen Bucher mal vom unteren Hof, also vom Kartoffelhof, nennen wir den jetzt mal einfach, zum Händler hochgeschickt, damit der da schon mal... wir wollen da gleich mal was ausprobieren mit dem Mähwerk, ob wir da auch so den, wie nennt man es so schön, das Straßenbegleitgrün, ob wir da auch mal ein bisschen mähen können schon, um das mal zu testen. Dann könnte man da vielleicht schon mal ein bisschen was in die... Oh, ich bin irgendwie zu weit gefahren. Hey. Nicht so viel reden, auch mehr denken. Oh ja, jetzt hängen wir hier fest. Ne, um dann vielleicht schon mal ein bisschen was in die... Boah, jetzt komme ich hier nicht rum. In die Silage. In das Durchfahrsilo zu packen. Wo hängen wir jetzt? Hier am Baum. Ah. So. Habe ich das total vergessen? Wir müssen doch hier irgendwo rein. Genau, da wo der Zaun aufhört, hätten wir abbiegen müssen. Hier nämlich. Ja. Und wieder. Ne, es ist früh am Morgen. Da dürfen wir mal ab und zu mal irgendwo hängen bleiben. So, aber jetzt sind wir auf dem richtigen Wege. Na, wir werden auch demnächst wohl wieder ein bisschen Holz machen müssen. Wir hatten ja gesehen, dass beim südlicheren Sägewerk waren irgendwie noch 15.000 Liter Holz. Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Gut, hier sind es noch 71.000, also da müssen wir noch nicht so schnell ran. Das ist gut. Aber wir können hier schon mal... große Paletten brauchen wir hier. Ja gut, vier Stück, besser als gar nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir da einigermaßen schadlos rückwärts hochkommen. Das sieht doch ganz gut aus. So. Da können wir doch aber auch gleich mal... ein Bündchen machen. So. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, und jetzt kannst du einmal zurückfahren. Habe ich das hier drin? Nee. Hat doch Parkplatzkurse, war das. Und zwar vom Sägewerk Nord zum Parkplatz. Das reicht im Grunde.
gucken, wo fährt er hin? Passt das? Ja, Süd. Sieht gut aus. Machen wir mal hier alle Punkte an. Ja. So, dann können wir uns mal hier um den kleinen Freund hier kümmern. Machen wir mal die Wände hier. Ui! Das war knapp. So, das blenden wir mal aus. Dann holen wir einfach mal unser kleines Mähwerkchen, das wir ja auf unserem neuen Hof schon mal abgestellt hatten. Und dann testen wir mal, eben, ob wir hier so ein bisschen die Straßenränder oder Feldränder besser gesagt, ob wir die mähen können. Oder probieren es mal hier. So, jetzt muss ich noch mal hier die Hilfe anmachen. Mähwerk senken. Also Mähwerk ausklappen, machen wir. Mähwerk anschalten und hier dasselbe Pickup runter und er mäht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal so ein bisschen und hallo. Also, ich muss mal den Tempomat ein bisschen erhöhen. Und ein Autosave dazwischen. Er ist zwar langsam, aber es funktioniert immerhin und wir können den ja dann, wenn unsere Wiese mal irgendwann ausgewachsen ist, kann der ja dann eben auch mit Curseplay da seine Runden drehen. Ja. Und im Grunde ist das ja auch erstmal nur so eine Behelfsmöglichkeit. Wir werden, wenn dann das Geld da ist, definitiv auch auf richtige, in Anführungszeichen, richtige Mähwerke, Ladewagen und sowas umwechseln. Aber so im Moment, für den Anfang, ist das eben die günstigste Kleinalternative, die ich da gesehen habe. Man könnte rein theoretisch noch den noch einen Anhänger dazu holen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und zwar gibt es ja denselben Anhänger auch mit Pickup und da könnte man dann auch sagen, dass man den Häckselaufsatz nimmt. Weil dann würde da noch mehr hätte der Hänger mehr Volumen
und kann aber dann eben keine normalen Schüttgüter aufnehmen. Deswegen habe ich das ja hier bei dem Hauptteil des Buchers eben so gemacht. Aber das machen wir, glaube ich, gleich noch. Wenn wir jetzt hier zurückgefahren sind und der irgendwie voll ist, dann kippen wir das schon mal in unseren kleinen Stall und dann besorgen wir uns den Anhänger dazu noch. Weil ich glaube, mit dem Häckselaufsatz macht der 16.000 Liter. Das heißt, wir hätten mit dem Gespann dann 26.000 Liter Volumen, was ja im Grunde mehr ist, wie dir zum Beispiel der Euroboss-Ladewagen. Der hat ja 21.300. Boah, und och, das machen wir. Die erste Fuhre Gras werden wir erstmal direkt in den Kuhstall kippen, damit da erstmal alles voll ist. Ich muss sagen, das geht relativ zügig hier sogar, auch wenn er wirklich langsam fährt mit 10 km/h, aber guck mal, wie viele Minütchen waren das jetzt? 2, 3, 4 Minuten und er ist mit fast 1000 Litern voll, 10.000 Litern voll. Ist doch bestens, würde ich sagen. So. Wir sind voll. Dann einmal leer machen, bitte. Da müssen wir hier in den Futtergang. Hallo? Tor will nicht auf, dann eben so. Ja. Hier haben wir Schilder. Silage. Hey. Dann ist hier hinten Gras. Gut, na klar, wieder am weitesten weg, aber macht nichts. Sieht doch gut aus hier. Weil wir könnten dann eben auch den Heutrockner in Betrieb nehmen. Da muss ich aber erstmal gucken, wo die versteckt sind. Also ich weiß, dass irgendwo hier oben ziemlich am Kartenrand einer sein sollte, wenn ich das so richtig weiß. Und ich meine, da brauchen wir nur ein bisschen Hackschnitzel und Gras und dann wird Heu rauskommen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich noch keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sammeln dann, wenn wir den Hänger jetzt gleich haben, einfach mal ein bisschen Gras ein und dann gucken wir uns das mal an. Ich weiß nicht, ob wir das dann in dieser Folge noch schaffen, aber schauen wir mal. So, hier den Hänger, der muss na klar auch in der schicken Farbe sein. Wir brauchen ein Pickup und wir brauchen den Häckselaufsatz. Guck mal, da kostet 1600, das ist doch lächerlich. So.
Dann machen wir den mal ran hier. Und jetzt geht das los. Pickup runter an. Pickup runter an. Ausklappen. Runter an. Und dann machen wir hier mal weiter. Ja, hier sagt er jetzt auf einmal, du besitzt dieses Feld nicht. Kann ich das vielleicht nur an Feldern machen, die keine Nummer haben? Gut, dann machen wir das nochmal hoch. Und dann suchen wir uns mal was, wo wir das ausprobieren könnten. Da fahren wir mal oben bei der 30 darum. Wobei das vielleicht sogar auch nach Wiesen aussieht, was da am Ende ist. Gucken wir mal. Ups. War da ein Weg? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist eine Ecke, da war ich halt noch nicht dran. Wir können es noch mal testen hier. Nee, geht nicht. Dann fahren wir mal weiter. Das müsste die 30 sein und hier halten wir jetzt ein Feld, das niemandem gehört. Aber macht er hier auch nicht. Warum denn? Wir werden schon irgendwo eine Stelle finden, wo das geht. So, hier nochmal testen. Auch nicht. Erkunden wir halt ein bisschen die Map hier. Hier geht's wieder. Mal gucken, wie lang. Wir ziehen jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Interessant, dass er zuerst den hinteren nimmt. Oder habe ich den gar nicht an hier? Gut, der war nicht angeschaltet. Ja, jetzt nimmt er da auch mit. Perfekt. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Ich würde mal sagen, wir probieren es mal einfach hier. Ja, funktioniert.
beziehungsweise doch kommt ein bisschen was bei rum. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Wir fahren hier mal am Feldrand so ein Stückchen wieder zurück Richtung Dörfchen und Richtung unserer Hofanlagen. Wir werden aber gleich auch noch die Holzpaletten, die Bretterpaletten ins Dings bringen zur Palettenproduktion, damit das da auch weiterläuft. Irgendwie ein niedliches Gespann, muss ich sagen. Wieso blinken wir denn? Hier kommt jetzt nichts bei rum. Na, doch jetzt wieder. Hier mäht er wieder gar nicht. Gut, dann machen wir wieder weiter. Wir könnten hier mal so hier reinfahren. Auch nicht. Ja, ist halt so, teilweise geht's, teilweise nicht. Aber wir haben auf jeden Fall mal das Maschinchen hier getestet. Das läuft, das ist mal das Wichtigste. Und wir haben schon mal ein bisschen unsere
noch nicht vorhandenen Kühe gefüttert, was auch gut ist. So, dann würde ich sagen, bringen wir das restliche Gras noch zu den Kühen. Jetzt muss ich nur mal gucken, ich will nach außen. Das ist doch unsere Wiese hier, oder? Die künftige. Ja, guck mal, da ist der Fendt und der ist ja auch fast fertig. Guck dir das mal an. Perfekt, perfekt. So, dann können wir hier ausmachen und hier auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gras die brauchen, aber wir fahren einfach mal ran und gucken, wie viel wir reinbekommen hier noch. Gut, voll. Gut, dann lassen wir den einfach mal hier stehen und wir machen noch schnell die Paletten hier zum Schreiner sozusagen, damit da weiter Paletten produziert werden können. Wir können dann auch mal gucken, wie viele Paletten wir denn da überhaupt schon haben. Das habe ich ehrlich gesagt auch so gar nicht wirklich im Blick. Ich weiß nur, dass es hier ja das dieses Palettenlager gibt. Das heißt, der kann hier wesentlich mehr produzieren wie in dem zweiten Werk, das ja ganz im Süden unten ist, wo wir auch vom anderen Sägewerk Paletten hingebracht haben. Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, Palettenproduktion, Anlieferung. So, wir machen die Paletten einmal lose und mit Spanngurten fest. Oh, das sieht voll aus hier. Eieiei. So, das müssen wir uns doch mal angucken. Gut, wir haben 4 Bretterpaletten hier hingebracht. Ja, jetzt noch ein Autosave. Komm, lass los. Was ist denn hier? Hier blinkt das, hier nicht. Bretterpaletten. 35 von 63 Stück. Also passt noch was. Aber wieso blinkt dann der hier? Vermutlich, weil er keine Paletten hatte. Kann das sein? Was ist denn das? Palettenlager. Na, wird schon irgendwie weitergehen hier. So, komm, dann einmal raus mit dir. Na, gehst du auch auf hier? Hier über die Wiese. Ach, hier steht ja auch noch der Hänger. Der hat ja auch noch 3 Paletten drauf. Ja, da ist einiges am Arbeiten. So, dann würde ich sagen, dass wir den hier noch zum Hof nach unten schicken, um dann in der nächsten Folge mit dem einmal zum anderen Sägewerk hochfahren oder auch die Bretterpaletten abholen. Aber das machen wir alles morgen, denn wir sind fertig für heute. Wenn es gefallen hat, Däumchen da lassen, vielleicht auch den Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Ansonsten morgen früh um 9 geht's weiter hier von der Hopfach. Schaltet ein, guckt zu.
Und dann sage ich, habt einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.